Münde, da ist auch. Es freut mich sagen, groß auch, dass ihr im Schule neu sind. Im Kopf von einem Gesangslabor. Wir wünschen viel Vergnügen und mit Dank. Ganz herzlichen Dank,
einem jungen Sänger, der sich freiwillig auf unser erstes Experiment gemeldet hat. Du hast dein erstes Solo-Part recht gut gemacht, Vicky. Aber jetzt die dich im Sänger mit einem spitzen Schlangenrauchen von Kuba, Kuba, Kolibus mit Selbstvertrauen und Sicherheit. Und das, was sie da verhindert, Vergesslichkeit, gell?
Wand waren besser. Und lief zu einer Lampe, so
Dieses Haus und Gott, 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 und
bisschen Kräuterschnaps, ein bisschen lila Pfeffer. Und schon macht alles schwindelfrei. Dort, hoch oben auf der Alp, der Geissenmeter schaut zum Kalb, was Heidi abends kochen tut. Dort oben, dort ist die Welt noch gut. Oh, okay.
Ich sage ja, ich habe nichts los. Mir als Beizer ist das nicht los. Ihr könnt jetzt in der Servicestelle ganz einfach neue Nachschub stellen. Es gibt Wein, es gibt Bier und Wurst. Ich wünsche Prost.
sieht, dass es ausgeht, wenn man nur ein Bad wieder weiter wüsste. Und ganz ehrlich, es ist so. Unsere Frau Professorin ist verschwunden. Wir wissen nicht mehr weiter. Die ganze Pause haben sie gesucht, einfach weg. Das Einzige, was sie gefunden hat, für komische Sachen, wie jetzt das da. Es war noch Regierungsanleitung dabei gewesen, dass sie das modernes Name für Männer können. Dann könnt ihr nicht die richtigen Töne suchen. Ich habe keine Wunderklappe, dass nicht mal so interpretiert, oder? Das ist schon klar. Also, ich hoffe doch schwer, Professorin tauchen wieder auf. Aber in der Zwischenzeit macht sich das Vögel parat und überbrückt die Lehre vom Männer vor mit dem Lied. Das freut mich. Dann bringt sie einfach den ein.
Ja, und dann hat es etwas ganz Kosmisches gehabt. Es ist angeschrieben mit kosmischer Strahlung. Was ist das da? Was das soll? Weiss ich zwar nicht. Hey, Tina! Hey, was ist denn? Ich bin hier, aber was ist das? Frau Professorin, was soll ich auf Hüften? Hören Sie auf, wo sind Sie gewesen? Ja. Ich bin ja da. Ich habe doch den Leuten dort unten müssen, meine Bilder verteilen. Also, die habe ich alle selber gemacht. Aus der Sämtchen von diversen Düfterräumen. Sie, liebe Gäste, könnt ihr jetzt die neuen Filme ganz selber ausprobieren. Also die Brille, die sie jetzt hat, die kann man zum Beispiel oral im Mund zerbohren. Oder sie können sie auch als Zäpfchen verwenden. Irgendetwas muss ich noch sagen. Oh ja, Achtung. Also an alle Männer, die blaue Brille, nehmen Sie die Brille, stellen Sie daheim. Yeah.
Daylight comes, and we won't go home. Hey, he's right there.
Musizieren und auch Intelligenz. In the high land, in the high land, high.
Forschungsauftrag hier ist jetzt leider schon beendet. Das Forschungsbudget habe ich eben schon alles aufgebraucht. Aber eben, Sie haben ja gesehen, was man mit all diesen Experimenten, wo Düfte und Wasser und Rauch und überhaupt ein Haufen Sachen, einen ganzen Männerchor kann an den Nasen rumführen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, Ihre Bibi Federhans. Ciao! Und wir sehen uns wieder.